Herzlich willkommen bei Ultra HD Web TV Sondersender NRW TV. Willkommen total recht herzlich. Meiner einer hier als Moderator Avermovie Freie Medien spricht als YouTuber von 1995 jetzt hier mal Klartext. Vor wenigen Minuten in einem großen Kreis mit 90-jährigen Menschen gesprochen. Denn wir feiern hier jetzt in diesen Wochen 70 Jahre Nordrhein-Westfalen. 60 Jahre Nordrhein-Westfalen, meiner einer, erlebt unter BRD und DDR. Hiermit, mit diesem Videoclip, an alle, die diesen Videoclip sehen, ich als Avermovie, Freie Medien, und auch als Bürger von Nordrhein-Westfalen, 60 Jahre, erkenne den Vertrag von 1990 Deutschland nicht an. BRD, NRW, DDR und die Vorgeschichte sind in meiner Kenntnis und sind auch in meiner Beobachtung und sind auch würdig, darüber zu sprechen und auch daran zu denken. Wenn man in einer Runde von 90-jährigen Menschen, 88, 90, waren auch etwas ältere dabei, die wirklich noch den Verstand haben, so zu sprechen, wie ich jetzt hier spreche, und wenn man die glasklaren Worte hört, und wenn man dann versteht, wie auch sie jetzt nicht mehr möchten, keiner der 60, 70, 80, 90 möchte jetzt noch mit irgendetwas konfrontiert werden. An alle Zuschauer, die ab 79, 89 geboren und in diesen Vertrag hinein. Man nennt euch Deutsche. Ihr seid aber leider nicht anerkannt. Wir waren BRD, DDR. Es war richtig was los. 1966 hat es hier richtig gerumst. 1966 wäre hier ziemlich viel für diese gesamte Welt eingestürzt. Wir schreiben jetzt aber 2016 hat das Arabische hier das Sagen. Alle sind übereingekommen, an sich müsste der arabische Mann, das ganze Arabische müsste an sich einer neuen Erziehung oder Umerziehung, wie wir auch umerzogen wurden, wir nicht, aber die 90-Jährigen wurden umerzogen, sie wurden in die Neuzeit entlassen. Ich bin mit der Neuzeit groß geworden, Beatles, Rolling Stones, Elvis, die gesamte Ära. Die Jugend ab 79, 89 kommt ja mit was ganz anderem. Kinder, die ab 2000 sind jetzt 16 und die kommen auch mit was ganz anderem. Die Frage ist und bleibt das Altbestehende. Das Altbestehende war und ist, ich bin ein Bürger von Nordrhein-Westfalen. Nichts anderes gilt für mich. NRW. Ich erkenne hier den Minister auf Zeit, im Moment Frau Hannelore Kraft, an. Ich erkenne jegliche Dienststelle an, polizeiliche Dienststelle in Nordrhein-Westfalen. Gericht und so weiter und so fort. Aber ich erkenne nicht, und ich werde auch nicht, den Vertrag von 1990 anerkennen. Herr Genscher und Herr Kohl haben einen Fehler gemacht. Und zu diesem Fehler kann ich nicht stehen, weil das Verwaltungsrecht, Vertragsrecht, also das Recht allgemein, ja, der alte Fritz hat sich sicherlich was dabei gedacht, wie er die Rechte so auf den Weg gebracht hat. Der alte Fritz war stinkesauer, weil er damals durch die Landesleute, denen die ganzen Ländereien da gehört, dem seinen Müller, dessen Wasser an seiner Mühle abgegraben und somit er sein Brot nicht bekam. So was Bismarck nicht bekam, ist uns klar, lasst uns doch damit zufrieden. Die Schimmerzeit, die dunkle Zeit, die Zeit der Umgewöhnung, die Zeit der Besatzung, die Zeit anders zu denken, anders zu handeln, ist uns nun mal ab 45 vorgetragen worden. Als das 1945 vorgetragen wurde, wurde 1990 dann somit entzogen. Alle, die 79, 89, 90 geboren, vor allen Dingen 2000,
Wie soll man euch das erklären? Ihr seid YouTuber, wir waren schon vor 1995, beziehungsweise nach der CeBIT 1995 schon YouTuber. Und wir hatten unsere Community und so weiter. Die Damen und Herren von gerade, 90 Jahre natürlich nicht. Sie sprechen aber darüber. Sie sprechen darüber, wie wir doch mit dieser Technik umgehen. Sie sind natürlich sehr traurig, dass die Enkelkinder nicht mehr Hallo Oma sagen. Und wenn, dann nur durchs Phone, durchs Smartphone oder sonstige technischen Sachen. Ich finde es super toll, dass so ab 70, 80 sich jetzt mittlerweile an den sogenannten PC, Laptop, Smartphone gewöhnen. Dass man sogar von 70, 80-Jährigen eine SMS erhält, finde ich als 60-Jährigen super toll. So, das ist das. Aber worauf ich hinaus möchte, hier nebenan läuft, und deswegen sitze ich jetzt hier vor der Heimkinowand, um euch neben mir aufgezogen NRW zeige. Ich zeige euch NRW, ihr seht auch anhand verschiedener Strecken, wie zerbombt alles war. Meiner einer hatte dieses noch, in einem sogenannten Zerbombten zu leben, auch zu sehen, den vergessenen Menschen. Der vergessene Mensch war das Soziale. Das Soziale wurde ab 1956 hochgezogen. Herr Adenauer hat vieles uns gegeben. Der Rentner damals, 56, der hatte es gut, weil die Mutter war stinksauer, denn da hießen die Herren Menschen noch Hermann, Josef, Dieter und Co. und auch Klaus und so weiter. Und die haben meistens das Geld in einer Tüte erhalten am Wochenende, beziehungsweise am Freitag war Auszahlungstag. Und dann haben die das fröhlich meistens auf den Kopf gekloppt. Die Frauen damals haben ihre Männer dann sozusagen aus der sogenannten Kneipe geholt. So, wir schreiten jetzt ganz schnell wieder dorthin, 1990, ab da wurde uns nämlich alles genommen. Kneipenkultur, deutsche Kultur, Kultur allgemein. Wer sich ändern müsste, ist an sich der arabische Mann, der türkische Mann, das Gedankengut. Das müsste sich an sich ändern. Wir mussten uns auch ändern. Wir konnten kein Nazi sein, wir konnten nicht böse sein. Wir wurden umerzogen. Also, die 90-Jährigen wurden umerzogen. Wir 60-Jährigen sind umerzogen, wir wissen das nicht. Deswegen kann man uns auch nicht heute ab 50 aufwärts so beschimpfen. Deswegen kommt dieses Sondervideo oder Sonderclip. Man weiß ja kaum, wie man das sagen soll. Als Sendung ist es jetzt nicht gedacht, dem WDR würde es jetzt nicht zeigen. Wir von Ultra, die Web-TV und Sondersender Nordrhein-Westfalen, NRW-TV, wir gehören ja auch der Zukunft. Wir mögen die Zukunft, wir lieben, wie gesagt, Industrie 4.0. Industrie 4.0 mag auch die Bundesregierung, mit denen haben wir aber gar nichts zu tun. Wir sind Bürger, da wo wir leben. Und ich lebe hier in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen feiert jetzt 70 Jahre eine Eheschließung, eine Operation Mirage geheim. Geheim in London ausgedacht, hier in Deutschland vollzogen etc. pp. So richtig will man da nicht erkennen, dass ein Ehevertrag, der halt so geschlossen, an sich auch ein Brexit im Jahre 2019 hier in NRW zur Folge hätte. Wenn man das mal so richtig betrachtet. Betrachten wir doch mal Eheverträge. Eheverträge, Gewinn und so weiter, gilt das denn auch hier im Land NRW? NRW und wie gesagt die Lippe-Leute, die westfälischen Leute und die Rheinländer, ein Mischmasch aus zwei verschiedenen. So ungefähr wie Mann und Frau. Genau. Viele Kabarettisten werden jetzt darüber sprechen, besonders natürlich immer aus Köln. Aber seid mir nicht böse, Köln interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehöre zur Landeshauptstadt Düsseldorf. Ende aus Mickey Mouse. Gehöre zu einer sehr freien Stadt, die auch die einzige Optionskommune ist. Ihr merkt schon, es ist eine Menge an sich, an Verträge und an Menge an Gebinde, ja, bevor man sagt Staat. Wir sind aber kein Staat. Wir sind ein Bündnis aller Länder. Und durch diesen komischen, merkwürdigen, den ich nicht anerkenne, 2:4 Vertrag, weil Herr Genscher und Herr Kohl einen Fehler gemacht und die Geste, die uns Herr Gorbatschow gegeben, ausgeschlagen und somit kann ich das nicht. Kann ich nicht, will ich nicht, deswegen mache ich ein öffentliches Video. Nur für, schade, die 90-Jährigen werden sich dieses Video nicht anschauen.
Aber die Kinder und die Jugendlichen aus 79, 89, 90, 2000 schon. Wie soll man euch das klar machen? Wie soll man euch klar machen, dass ihr da lebt, wo ihr lebt und wie ihr lebt? Und wie soll man euch klar machen, dass die Medien keine Schummelmedien sind? Dass es keine Lügenpresse gibt? Wie soll man euch das klar machen? Ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt. Also, man muss etwas verkaufen. Ich verkaufe euch jetzt nichts. Ich spreche ja nur ein öffentliches Video. Ich sage öffentlich, ich mag den 2:4-Vertrag. Ich mag das Wort Deutschland. Mag ich nicht aus. Ich wohne hier in NRW. Und für mich ist NRW der Staat. Für mich ist NRW das Land. Für mich ist NRW das mein Zuhause. Mein Land, mein Zuhause, meine Umgebung, meine Menschen, meine Verwandten, meine Familie hier in NRW. So, wenn ich jetzt hier seit 1995 zugehörig zum Internet, zugehörig zu verschiedenen Firmen, die es nicht mehr gibt. Ja, YouTube gab es damals auch schon und zig andere auch. Heute hat Google das Sagen und natürlich Facebook. So, Facebook und Google. Google ist okay, ist eine Krake, wissen wir. Ich gebe gerne meine Daten, denn das jetzt gehört Google unter YouTube. Ich bin ein YouTuber, ich bin angemeldet, leite eine Firma, eine Medienfirma und noch andere Firmen. Ich leite und somit quäle ich mich. Ich quäle mich als Leitung, als Geschäftsführung und als Verantwortlicher. Wie erkläre ich einem Kunden, wenn er sagt Volk? Da muss ich mal fragen, welches Volk meinen wir? BRD oder DDR oder das Neue da, was ich nicht anerkenne, Deutsch. Gut, ich mag Personal nicht sein, ich mag ein Staatenbürger sein, geht aber nicht. Also Personal mag ich überhaupt nicht, denn der Vertrag von 1990, da hat die Macht ja sofort reagiert. Mit Unterschrift gültig, da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nee, mit Unterschrift ist nur dann gültig, wenn unterschrieben ist. Alles andere ist nicht gültig. Ohne Unterschrift gültig stimmt nicht. Das Problem an der Macht ist, nach 1990, durch diesen 2:4-Vertrag, der seine Artikel hat, der alles reduziert, sogar die Armee reduziert auf 360.000 und die Wehrpflicht abgeschafft. Unser einer musste nur 21 Monate Wehrpflicht leisten und danach wurde es immer weniger und jetzt gibt es gar keine mehr. Wenn ihr alle deutsch sein möchtet, dann verstehe ich euch nicht, warum ihr den zweiten D-Day, ja, das ist euer D-Day, wir hatten unseren D-Day, sie sind gekommen und haben uns umerzogen. Das hier ist der zweite D-Day, 2.0 aus dem arabischen Raum. Ihr glaubt es kaum, aber jetzt sollt ihr umerzogen werden. Schaut euch doch die Thematik an. Möchtet ihr verkleidet sein? Möchtet ihr nur noch Religionen? Möchtet ihr, dass die Köpfe abgeschnitten werden, in die Luft gehalten? Juhu, juhu. Mögt ihr, dass mit den Tieren so umgegangen wird, dass Katzen mit Flamme verbrannt werden bei lebendigem Leib? Das könnt ihr alles bei Facebook sehen und bei YouTube. Ja, das könnt ihr da sehen. Ich habe gerade noch gesehen, wie irgendwo, keine Ahnung, wo die Babys, also, was war das? Tierbabys, Katzenbabys in die Fluten geworfen wurden. Ich habe gerade gesehen, wie junge Mädels aus dem arabischen Raum, ihr glaubt es kaum, auf einem kleinen Hund herumgetrampelt haben, bis er tot war. So was sehe ich alles bei Facebook. Das ist eure Welt, das ist euer YouTube, das ist euer Facebook. Ja, wir wurden umerzogen, wir haben euch das alles ermöglicht. Wir haben der Frau das Recht gegeben, so zu sein, wie sie mag. Und nun kommen die daher und sagen alles Quark. Wir bauen euch um, wir erziehen euch um. Der D-Day 2.0. Ja, wir leben im D-Day und keiner merkt es. Ich verstehe nicht die Verantwortlichen in den 16 Bundesländern. Ich verstehe sie nicht. Ich meine, ich verstehe sie auf eine Art, weil sie sind gehandicapt. Weil sie leben ja alle im Bund aller Länder, im Vertrag von 1990 geschlossen, im Fehler von Genscher und Herrn Kohl. Ja, andere können mich jetzt revidieren, aber ich spreche ja nur öffentlich, dass ich persönlich, freie Presse, freie Medien, den deutschen Vertrag von 1990 nicht anerkenne. Ich sage öffentlich hier in dieser Kamera, dass ich nur NRW anerkenne. NRW hat ein Grundgesetz,
seit dem 18.06.1950. Haben auch unsere Eltern, diese älteren Leute haben das befürwortet. Ich lebe also im Grundgesetz von NRW, lebe auf dem Landesboden von NRW, Rheinland, lebe in einer total freien Stadt und wir sind Multikulti. Hier sind 8 Parteien, davon 7 Parteien mehrsprachig, die ich nicht verstehe. Meine Sprache verstehen sie vielleicht, sie lächeln immer, ich weiß nicht, ob die mich verstehen, denn ich spreche Deutsch. Ich bin aber kein Deutscher in dem Sinne, ich bin ein BRD-Bürger, ich bin ein Landesbürger, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Nordrhein, korrekt, Nordrhein. Ich bin eine Lebenskultur, ich bin eine fröhliche Kultur, ich bin ein armer Supermann, der wie der echte Supermann von DC Comics, Marvel Comics, seine Freiheit frönt und versucht euch zu retten in dem Moment, wo ihr gerettet werden müsstet. Aber da ich kein echter Superman, nur ein Papier hält, geht es wohl dann nicht. Aber ich kann ja wenigstens öffentlich in dieser Kamera hineinsprechen als Bürger von Nordrhein-Westfalen, Seite Nordrhein. Hab nichts mit Köln am Hut und hab auch mit den anderen Städten nichts am Hut. Ich lebe in einer Kultur, Hochburg, ja, ist gefeiert worden, 2010, Kulturhauptstadt der Stadt Essen, Kulturhauptstadt. Und Mittelpunkt, die Zeche, wo keine Zeche mehr ist. Nordrhein-Westfalen baut ab. Nordrhein-Westfalen mag Industrie 4.0. Wer die Bilder sieht, die jetzt momentan überall gezeigt werden, Frau Hannelore Kraft hat so eine kleine 4 hier unten, damit meint sie Industrie 4.0. Ja, ja, die anderen waren nämlich Industrie 1 bis 3. Ich habe jetzt nicht die Zeit, euch die Industrieblöcke vorzustellen. 1, 2 und 3. Ihr lebt jetzt in Industrie 4.0, die totale Vernetzung. Diese Kamera hätte ich jetzt live schalten können, die hat nämlich WLAN. Das heißt also, ich hätte gar nicht aufzeichnen müssen, ich hätte jetzt nicht verändern müssen. Ich hätte jetzt einfach live dort hineinsprechen können und euch live dieses zukommen lassen. Aber wir haben Sonntag, ich komme wie gesagt gerade aus der Runde der 90-Jährigen. Die ansonsten da drum herum sitzen, die haben momentan frei und deswegen mache ich alles selber, blende also alles selber ein und das hätte jetzt hier bei einem Live-Contest nicht funktioniert. Ja, we are living in a box. Ja, in einer Box. Der eine sagt BRD GmbH, der andere sagt Quatsch, der andere sagt BRD Lüge. Ach, wisst ihr, das ist irgendwie so ziemlich. Ja, das Problem an der Geschichte ist, wir sind keine Weltenbürger. Also wenn 3% von 7 Milliarden mich mögen würden und wenn 3% von 7 Milliarden, die hier auf dem Planeten dieses jetzt hier verstünden, wäre ich schon in einem guten Level. Ob mich jetzt hier überhaupt einer versteht, ob überhaupt jemand Lust hat, sich diesen Videoclip anzuschauen, ob er überhaupt verstanden hat, was ich meinte. Ich erkenne den Vertrag von 1990 Deutschland nicht an. Ich erkenne nur den Vertrag, die Hochzeit, England, Operation Mirage vor 70 Jahren in England für Nordrhein-Westfalen, für den Ruhrpott, fürs Ruhrgebiet und so weiter und so fort, den erkenne ich an. Die Optionskommune erkenne ich auch an, die gibt es erst seit 2013. Diese Stadt Essen ist frei, hat eine wunderbare Geschichte, aber wie gesagt, Fragezeichen. Fragezeichen bleibt, in einer Runde von 90-Jährigen, meiner einer mit 60, konnte sich wunderbar daran erinnern, was die da alle erzählt. Sie waren ja alle 30 Jahre älter, aber wie gesagt, sie hatten ja noch Rudi Schurecke und so weiter. Und so eins hatte Beatles und so weiter. Und eins haben wir alle. Wir haben alle eine wunderschöne Stadt erlebt. Wir haben alle eine wunderschöne Zeit erlebt und wir haben ein nordrhein-westfälisches Gebinde, was uns ernährt hat. Nordrhein-Westfalen hat uns ernährt. Nordrhein-Westfalen hatte Industrie. Nordrhein-Westfalen hatte Nährwert, Nährboden. Nordrhein-Westfalen war in der schlimmen Zeit das Herzstück. Nach dieser schlimmen Zeit, nach der Umerziehung, nach 45, 46, war Nordrhein-Westfalen, auch das Ruhrgebiet, immer noch die Quelle. Die Quelle für Stahl, Eisen,
für Energie. Und jetzt, 2016, ist an sich NRW, diese Stadt Essen, ein riesengroßes Altenheim, wo alles ist, aber gar nichts kommt. Es muss nur auf dem Papier stimmen. Ja, das Papier muss stimmen, so wie im Altenheim, dann funktioniert's. Wie es den Menschen geht, wie es den Menschen wirklich geht, interessiert niemanden. Man liest, ah, alles klar, alles klar, dreht sich um, warum liegt die auf dem Boden? Ach, lass sie liegen, hier steht ja, alles klar, alles klar. Ja, das macht einen bedenklich. Man sollte vielleicht mit euch abhängen, aber ihr tritt jemanden vors Bein und sagt, verklagt mich doch, das fängt schon bei 3 an. Es ist verständlich, dass irgendein Minister möchte, dass Jugendliche ab 8 Jahre verurteilt werden können. Wir konnten noch, wir waren irgendwie noch einsichtig, ja. Wenn heute oder damals, wenn damals ein 60, also wenn einer aus dieser Runde, dieser jetzigen 90-Jährigen, okay, ich gehe jetzt noch tiefer, die gibt es jetzt nicht mehr, also die damals 60, 70, 80, 90 waren, ja, wo die auch alle ziemlich jung waren, unser eins als Kind, wir haben denen zugehört, so wie ich denen heute auch alle zugehört habe. Das war wunderschön, deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach die Kamera an, vielleicht sieht sich das irgendeiner an, vielleicht versteht das einer, vielleicht ist ihm das auch schon passiert. Man sitzt da halt und hört und philosophiert und fängt an zu denken und zu stutzen. Jo, so war das, so ist das, warum kommt das nicht wieder? Ja, heute wird man von 3 Achtjährigen gegen das Bein getreten, verklagt mich doch, ja. Das ist nicht fein. So, dann wundern sich alle, dass die Ministerien sagen, ab 8 Jahre sind strafmündig. Ja, es hat sich gewaltig was verändert, ist klar. Ein 3-Jähriger, der schon im Netz rumfuhrwerkt und ja, schon sehr viele Rechte erhält und auch mit 3 vielleicht schon Milliardär oder Millionär werden kann, gab es ja schon. Es gab da so einen 3-Jährigen, man sieht ihn nicht mehr, aber er war ja lang genug da, der hat ja gespielt. Das Gespielte wurde aufgenommen und der Vater oder die Eltern sind richtig reich geworden. Ja, China macht es möglich, Japan sowieso. Und ich finde es auch super, ach, ich finde das alles so super toll, aber diese Hochzeit, ja, diese Hochzeit NRW macht einen doch ein bisschen stutzig. Doch, wirklich, macht ein bisschen stutzig. Haben wir 2019 den Brexit, sowas Lustiges wurde gefragt. Auch Frau Hannelore und Frau Merkel wurden gefragt, natürlich schriftlich. Habe ich in einem anderen Video mal kurz erklärt, weil Frau Hannelore gerade im Flieger war, die wird jetzt sicherlich wieder zu Hause sein. So, sie ist jetzt momentan die Ministerin, sie hat das Sagen, sie ist unsere Landesmama und freut sich auf Industrie 4.0. Ja, unser einer ist 60, kommt aus einer Runde von 90-Jährigen und sitzt jetzt hier vor laufender Kamera und denkt drüber nach und sagt öffentlich, nö, Deutschland kenne ich nicht, BRD kenne ich, DDR kenne ich, aber Deutschland. Deutschland kenne ich nicht. 1990 Vertrag, Genscher, Kohl haben Gorbatschow ausgeschlagen. Ist klar, Amerika und alle, die finden das super toll. Noch einmal. 1966 wäre hier auf deutschem Boden der Knaller gemacht worden. Der Knaller der 3 Mächte. Der Knaller der 4 Mächte. Der Oberknaller. Die 3 da hatten einen eisernen Vorhang. Die 3 da hatten sich nicht gemocht, aber haben gegen uns opponiert, haben gegen uns offeriert, haben uns platt gemacht, haben uns unerzogen. So, deswegen komme ich irgendwie so nicht klar. Durch diese Umerziehung komme ich jetzt nicht klar im Jahre 2016, wenn ich sowas höre wie 3 Reich und so weiter. Ist schon eine merkwürdige Sache. Ja, kann ja sein, dass ihr Arabien mögt, wegen 1001 Nacht. Das sind tolle Geschichten, das sind schöne Märchen. Und ihr seid ja eh schon vor Rot. Ich spreche jetzt wieder die Kinder ab 79, 89 und vor allen Dingen ab 2000 an. Vielleicht macht das ja Spaß, Kopf abschneiden und keine Ahnung, so roh miteinander umzugehen, nicht mehr in einer Runde sitzen, nicht mehr mit alten Menschen sprechen, ab 50, 60 aufwärts schon mal gar nicht. Ja. Und die arabischen Männer denken ja, wie die denken und handeln, wie sie handeln. So, wir haben geduldet, dass unsere Frauen frei wohnen. Unsere Frauen sind frei, macht, was ihr wollt, sind Partner. Ja? Ehe ist
ist eine Partnerschaft, nicht mehr Knechtschaft wie bei den 90-Jährigen. Die haben ihr Herz ausgeschüttet. So, mancher Klaus, Dieter, Hermann war nicht so ein lieber Mann. Hm? Zum Beispiel. So, ich mache jetzt kurz und bündig. Mache euch den Videoclip jetzt fertig. Schaut ihn euch an. Oder habt ihn angeschaut. Ich hoffe, Living in a Box, BRD, Lüge, GmbH, Stroke AG. Nee, Leute. Denkt einfach mal drüber nach. Das ist der 2:4-Vertrag. Lest den einfach mal. Es sind lauter Artikel. Vor allen Dingen erstmal die Präambel. Dann lauter Artikel. Und dann erkennt ihr vielleicht, worum es jetzt gegangen ist, warum ich ihn nicht anerkenne. Öffentlich, vor laufender Kamera, ich erkenne den Vertrag von 1990. Ich bin kein Deutscher, bin ein Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen. Und solange meine Ministerin oder mein Minister oder mein Land nicht sagt, dass wir was anderes sind, dass wir was anderes machen, nö. Also wir sind Multikulti hier in NRW, das war schon immer so. Ich bin damit groß geworden. Hypothetisch, als freier Mann, auch beruflich, habe ich hypothetisch 7 Milliarden Kunden. Ich habe jetzt 7 Milliarden Zuschauer, die in aller Welt übersetzt, das wäre schön, hätten diesen Video jetzt angeschaut und wenn nur 3% hätten gesagt, wow, tolle Geschichte, wow, 3% von 7 Milliarden wäre schon ein Hammer, oder? Ja, das war jetzt einfach mal so in die laufende Kamera die Bekennung. Also ich bekenne mich nicht als Deutscher, sondern als Landesbürger Nordrhein-Westfalen und ich freue mich auf die Hochzeitsfeier, die jetzt hier stattfindet. Hochzeit in Nordrhein-Westfalen, WDR berichtet und so weiter und so fort. Es kommen sehr viele schöne Sachen, die da viele gedreht haben. Viele werden darüber sprechen, vor allen Dingen im WDR, WDR aktuell. Und ich finde alle toll hier in der freien Stadt Essen. Ihr seid auch alle so Multikulti hier im Haus, alle Multikulti, ich verstehe euch zwar nicht. Und die Radikalen unter euch, nun, wenn ich sage als Hausherr, Platzverweis, und man muss mir dann sagen lassen, ihr überhaupt keine Rechte, aber als Deutscher fange ich schon an zu stutzen. Das sagt das Wort ja, radikal, radikaler Kopftuchträger, radikaler Vermummung, radikaler, aha, ach wisst ihr, 180 Sekten, 3 Weltreligionen. Wann kommen endlich die Aliens und machen uns endlich die Birne frei? Ja, das ist meine Philosophie. Meine Philosophie fing an, wie gesagt, vor 50 Jahren zum ersten Mal Star Trek gesehen und dann vor 40 Jahren zum ersten Mal Star Wars gesehen und natürlich vieles, was so ähnlich, man nennt sowas Sci-Fi, Science Fiction, ja, macht Spaß. Auch vieles gelesen, auch Perigoden, auch die beiden Filme Perigoden, Buck Rogers, vor allen Dingen diese Flash Gordon Musik, ihr wisst schon, Queen lässt grüßen. Ach herrlich, ey Leute, mit 60 Jahren, also durch 90-jährige Runde, ich als 60-Jähriger, habe so viel Spaß gehabt. Und diesen Spaß habe ich jetzt hier in diese laufende Kamera einfach mal einfließen lassen. Habe mir Mühe gegeben, euch daraus noch einen guten Videoclip zu machen. Ja, das ist nun mal mein Beruf. Mein Beruf ist nur mal Filme mache, Foto mache. An sich sieht man mich nicht, weil ich ja dahinter. Aber man muss ja auch mal vor die Kamera, man muss ja auch mal Flagge zeigen. Und meine Flagge ist NRW mit dem Pferdchen drauf. Und ja, ich liebe Nikolaus, die Verkleidung. Das andere? Nee, das andere. Ist mir nicht suspekt, aber was dahinter steckt, diese sogenannte Verlogenheit, die arabische Verlogenheit oder die türkische Verlogenheit. Zu viel erfahren, zu viel erlebt. Es kann nicht sein, dass die da machen können, was sie wollen. Und wenn dann die Obrigkeit guten Tag sagt, hey, 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 da ist was, sind sie weg. Sind sie weg. Hm? Kauf mal ein Auto bei einem Türken, einem türkischen Autohändler. Und der verkauft dir totalen Mist. Und dann sagst du, hey, der ist totaler Mist. Und sagt er, du kannst mich mal. Wenn du sagst, okay, dann gehe ich zu Gericht, dann sagt er, geh doch. Ja, dann ist er weg. Und dumm gelaufen. Du hast ein Gerichtsurteil, du hast gewonnen und du hast immer noch das kaputte Auto. So sieht's aus. Mo, mal am Beispiel. Fand ich auch toll. War auch in der Runde mal so gesprochen. So, ich mache jetzt Schluss. Ach, so richtig Lust auf politische Filmchen? Gar nicht mehr, weil das Sagen haben ja jetzt die YouTuber ab 79, 89 geboren.
oder diejenigen sogar im Jahre 2000 geboren, die gar nicht wissen, dass YouTube mal jemand anderem gehört. Die gar nicht wissen, dass Google eine Krake und dass Facebook nicht der Almanach. Ja, ja, denk mal nach. Ja, denken. Denken ist unsere Sache. Denken macht frei. Denken ist frei. Arbeit macht frei. Arbeit ist frei. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus zielen will. Wir wurden erzogen, wir wurden umerzogen. Jetzt kommen welche, die Day 2.0, und die wollen uns auch umerziehen. Nur halt Arabisch. Und da habe ich was gegen als Landesbürger von Nordrhein-Westfalen. Hört sich gut an. Ich bin ein Landesbürger von Nordrhein-Westfalen. Lasst uns vertragen. Ja, lasst uns vertragen, denn wir haben eine Ehe. Und in einer Ehe, wie das nun mal ist, ist immer was los. Ne? Zwei Gegensätze ziehen sich an. Gleichheit stößt ab. So, da ich nicht gleich sein kann, hoffentlich ein paar angezogen. Ein paar hatten Lust, dieses sich anzuschauen. Naja, euer AWR Movie ist bekannt. Freie Medien. Ich lade euch total recht herzlich ein. Lasst euch sehen. Ihr wisst, wo der Shop ist. Ihr kennt und ihr wisst. Und die anderen Star Wars Freunde, Star Wars Begeisterte, die zufälligerweise hier das auch gesehen, den kennen wir doch. Wir wissen doch, wer das ist. Unter uns, wenn die unbedingt das Arabische uns beibringen wollen, warum dürfen wir dann nicht unseren Star Wars, unseren Darth Vader und alles, was dazugehört, nicht als freie Religion euch dann präsentieren? Da müsst ihr jetzt aber umschalten in den anderen Videoclip, in den Stockwerk tiefer. Wie gesagt, ihr seid hier bei Sondersender Nordrhein-Westfalen, NRW TV und bei Ultra HD Web TV. So, und das hat mit dem anderen Thema natürlich nichts zu tun, einfach mit Star Wars zu tun, müsst ihr dann beim Sondersender, beim Sammelfiguren TV euch anschauen. Sammelfiguren TV oder bei Facebook in der Runde 100% begeisterte Star Wars Fans. Wir machen immer verschiedene Sachen. Ihr seid beim Sondersender Nordrhein-Westfalen, der hat von A bis Z irgendwas für euch immer, auch bei Facebook, auch im Web-TV, auch bei NRW-TV, auch bei komparsen.de und natürlich bei filmpool.de. So, ihr wisst Bescheid, alle Informationen liegen vor, macht was draus. Ich mache was draus. Ich weiß, was ich gesagt habe und ich weiß, wofür ich stehe. Ich erkenne nur NRW. Ich erkenne NRW-GG. Ich erkenne den Minister in NRW und die freie Stadt Essen und alle Polizisten bzw. staatlich Bezogenen an. Die erkenne ich alle an. Sind für mich alle rechtsgültig. Auch die Ehe geschlossen. Zwar heimlich, Operation Mirage in London erdacht, in Düsseldorf vollbracht. Ja, wie die Jungs damals so existiert haben, die Briten, war schon eine lustige Geschichte. Aber egal, ihr müsst selbst entscheiden, was ihr wollt. Ob ihr Deutschland wollt oder einen arabischen Staat, der Deutsch spricht. Müsst ihr, ne? Ihr Kinder von 79, 89, vor allen Dingen 2000, ihr seid gemeint. Die anderen gucken das nicht. Das gucken die nicht. Kein 90-Jähriger guckt sich dieses Video an. Sorry.